Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Oh, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Michael und Michael ist 54. Hallo Michael. Hallo Domian. Weswegen hast du angerufen, Michael? Ja, eigentlich wegen dem Thema von gestern. Die unbändige Lust. Ja, ich hatte gestern angerufen und ihr habt mich da heute zurückgerufen, weil es gestern nicht mehr geklappt hat. Ja, ich denke mal, ich gehöre zu diesem zu dieser Bevölkerungsgruppe, die so etwas schon mal hatten. Also die schon mal unbändige Lust empfunden haben, oder wie meinst du das? Ja, die der nachgegeben haben vor allen Dingen. Du gehst also der Lust nach. Was genau machst du denn? Heute nicht mehr. Ah. Aber mit Anfang 20 habe ich das gemacht. Ja. Ich habe also da innerhalb von 2 Jahren, 21, 22, habe ich also mit sehr, sehr vielen Frauen Sex gehabt. Und habe also, ja, obwohl ich 3 Frauen fest hatte einmal die Woche und musste am Wochenende trotzdem noch rausgehen und bin also so gut wie nie ohne eine Bettbegleitung wieder nach Hause gekommen. Wie lange zog sich das hin? Bitte? Wie lange zog sich das hin? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Ja, ich sag gerade 21, 22, das waren vor 2 Jahren. Ach so, ja, das hatte ich verstanden, aber ich dachte, ich hätte mich verhört. Also nur 2 Jahre hast du es ganz exzessiv betrieben. Richtig. Wie viel hattest du in diesen 2 Jahren? Wie viele Frauen? Kannst du es noch rekonstruieren? Ja, es war schon dreistellig. Dreistellig? In zwei Jahren? Ja. Eine dreistellige Zahl von Frauen, die du hattest, mit denen du Sex hattest. Richtig. Das ist schon heftig. Ja, das habe ich dann irgendwann auch verstanden. Nun kann dreistellig ja bedeuten 100 und es kann auch bedeuten 999. Nein, gering dreistellig. Also jetzt irgendwie zwischen 100 und 150. Ich habe es nicht gezählt. Ja, aber ja. Dreistellig war es schon. Wieso hörte es dann plötzlich mit 22 wieder auf? Ja, weil ich die Frage hat mir dein Mitarbeiter vorhin schon gestellt. So ganz genau kann ich das nicht sagen. Ich kann nur, sag mal, beschreiben, wie es mir dann da irgendwann ergangen ist, so nach etwa 2 Jahren, dass ich also zum einen körperlich erschöpft war. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ja, du warst ja auch noch sehr jung wiederum, insofern hattest du noch Kräfte. Ich war gut in Form und ich war zu der Zeit damals halt sehr, sehr potent. Ich habe einen sehr tiefen Drang gehabt, aber dann hat auch mein Berufsleben darunter gelitten. Ja. Und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, das, so geht das nicht weiter. Ne? Also das kannst du nicht machen, wenn du das jetzt noch weiter so treibst. Dann versagst du beruflich und war das eine bewusste Entscheidung? Das war eine bewusste Entscheidung. Das wundert mich, dass man das. In der Regel kann man, wenn man einer Sucht, das war ja fast eine Sexsucht schon, der dir anheimgefallen war, kann man das ja per Ratio zunächst gar nicht mal so entscheiden, sondern man kämpft und quält sich dann rum. Ja, ich bin eigentlich ein sehr rational denkender Mensch. Vor allen Dingen auch in jungen Jahren, ich habe wahrscheinlich in dem Moment, als ich das gemacht habe, ich habe irgendwie auch nach Bestätigung gesucht. Das klingt für mich auch fast so, als hättest du irgendetwas nachholen müssen. Wie war es denn vorher, also vor deinem 20. Lebensjahr? Ja, also ich hatte von zu Hause aus wenig Bestätigung und hatte da also kaum irgendwelche Zärtlichkeiten oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, durch einen Urlaub, den ich gemacht habe in Spanien für 3 Wochen, dass Frauen mich also unheimlich toll finden. Dass du gut ankommst.
Ja, ja. Und dann habe ich in dem Urlaub hab ich das wörtlich ausgenutzt und habe dann das im Prinzip zu Hause dann weitergemacht. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Du warst ja dann quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit einer anderen Frau beschäftigt. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Die würdest ich, hatte drei feste. Ja. Dates in der Woche mit so drei Frauen, also ja. das ging zum Teil bis zu einem Jahr, die aber auch alle voneinander wussten. Das war so von vornherein klar, es geht nur um Sex. Dachte ich zumindest. Und heute weiß ich, dass die Frauen das natürlich anders gesehen haben. Ja, ja. Aber damals dachte ich das in meinen jungen Jahren und ja. Hast du dich denn immer gut geschützt? Damals gab es noch keine AIDS. Wir reden jetzt von 81, 82, da war AIDS noch nicht bekannt. Ja, stimmt, das kam erst ein bisschen später. Ja, ja, ja gut. Aber ja. Es gab ja andere Erkrankungen, Geschlechtserkrankungen. Ich habe mir nie was geholt. Also. Und es ist auch keine Frau schwanger geworden? Nein, ja, das nicht. Dummerweise ist dann die Frau, für die ich mich dann entschieden habe, ja. Die hat mir in 0, nichts ein Kind angehängt. Die hat mir vorgelogen, sie könnte nicht schwanger werden, sie müssten nicht verhüten und... Ja, nachher hat es mir immer mal gestanden, ja, ich wollte unbedingt ein Kind von dir. Aber das klingt jetzt ein bisschen despektierlich. Das Kind ist auf die Welt gekommen? Und, ja, und ich habe die auch geheiratet. Und du hast dich dann auch gefreut über das Kind, hoffe ich. Ja, ja, ja. Ich war bei der Geburt dabei. Das ist also der Mensch, den ich am meisten liebe. Ja, auf ja, der Welt. Ja. Michael, die Zeit danach, du hast es gerade angefangen zu erzählen, du hast dich dann für eine Frau entschieden. Warst du denn, bist du mit der Frau heute immer noch zusammen? Nein, ich war 7 Jahre mit der zusammen und habe mich dann aber weil es hat einfach zwischen Menschen nicht mehr geklappt. Ja. Warst du in diesen 4 Jahren dieser Frau treu? 7 Jahre. 7 Jahre, genau. Ja. Ich war treu, ja. Ja, ja. Ich war von Stund an war ich treu. Ich war also, das war wahrscheinlich auch dadurch, dass ich Vater geworden bin. War eine ganz andere Motivation bei mir. Stimmt, das ist ein anderes Leben. Ich kann halt umdenken, ja. Umdenken. Und ich bin da jeglichen Verlockungen konnte ich standhalten. Kannst du heute den Verlockungen auch standhalten? Ja, das kann ich, also ganz extrem. Heute ist es so, ich habe seit, jetzt halte ich bitte fest, ich habe seit 17 Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen. Ach, na das ist ja ein Ding. Ja. Seit 17 Jahren hattest du also keinen... Also genau Gegenteil, ja. Aber du befriedigst dich selbst. Das schon, natürlich. Das schon. Aber seit 17 Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen. Warum? Ja, ja das ist die Frage. Nicht? So genau weiß ich das natürlich nicht. Aber ich denke mal, zum einen habe ich also, ich habe so Mitte, Ende 30 kam ich in eine Lebenskrise rein, also mit sehr starken Depressionen. Ja. Und ja, und hab dann mich von der Frau, mit der ich auch, da bin ich auch 7 Jahre mit zusammen getrennt. Mhm. Und von da an habe ich mich nicht mehr getraut. Ist die Sehnsucht danach da? Die ist schon da. Die Sehnsucht die schon da, ja. Nach Liebe und Zärtlichkeit ist ja, da auch ja, 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 schon, natürlich. Ich habe mich dann halt sehr um mein Kind gekümmert und auch um meine Nichten und meine Neffen und so weiter. Das ist die Familie. Das ist wirklich kurios, wenn du sagst, ich traue mich nicht, wo du immerhin 2 Jahre in deinem Leben extrem professionelle Erfahrung gesammelt hast. Professionell ist jetzt eine Unterstellung. Nein, das meine ich jetzt. Nein, das meinte ich aus Scherz jetzt, Michael. Ich wollte sagen, dass du sehr gut trainiert bist, zumindest. Ja. Ja, dann müsstest du ja eigentlich dann dich doch nochmal ein bisschen schubsen und dich an die Frauenwelt ranwagen. Ja, ich bekomme auch heute noch ständig Angebote und zwar kurioserweise völlig altersunabhängig, also von ganz jungen Frauen bis ganz alten Frauen. Aber ich lasse mich nicht mehr drauf warten. Da muss das also, nicht. Ich bin kurz davor immer zurück. Ich bin nett zu denen und so und da mit denen, aber ich ziehe, wenn sie dann wirklich drauf anlegen, ziehe ich zurück. Naja, entscheidend ist ja, wie du dich fühlst. Letztendlich, wenn du damit klarkommst, ist es ja auch okay. Wenn aber doch eine große Sehnsucht da ist und du dich nur nicht traust, dann solltest du schon mal über deinen Schatten springen. Hast ja nichts zu verlieren. Ja, nur ich könnte natürlich dann auch stark verletzt werden. Und da ich halt, wie gesagt, unter Depressionen leide, ist das immer natürlich ein Risiko für mich. Und ein Abwägen. Ja. Ich verstehe.
Michael, vielen Dank für deinen Anruf und für den Aspekt, den du jetzt noch zum Thema beigetragen hast von gestern. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, schöne Sendung noch. Ja. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Hassan. Ja, hallo. 25, hallo Hassan, guten Morgen. Ja, hallo Mian. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte ja schon mit einem Kollegen vorhin gesprochen. Ja. Und zwar ging es ja darum, hier, dass ich ein Kind habe von einem Kollegen, Frau. Du musst das irgendwie stiller halten, ich verstehe dich nicht gut. Oder hast du die Freisprechanlage an? Ja. Ja, geh mal ganz normal ans Telefon, das ist angenehm. Okay, kleinen Moment. Ja, hallo? Ja. So. Besser? Schon viel besser, genau. Jetzt fang doch mal an, ich habe es gerade nicht verstanden. Ja, und zwar, wie gesagt, ging es darum, ich hatte einen Geschäftspartner halt, ja. Und ja, ich war bei seiner Frau. Ja, und dann irgendwann mal ist das so gekommen halt, dass wir miteinander geschlafen haben. Das ging mittlerweile 2 Jahre so. Mhm. Ja, und haben wir ein Kind bekommen jetzt. Und er weiß davon nichts. Ach du Lieber. Zwei Jahre. Und er denkt das. Zwei Jahre geheime Beziehung. Genau. Und er denkt, es ist sein Kind. Das ist, genau. Wie alt ist das Kind jetzt? Ja, jetzt mittlerweile 3 Monate. Was sagt die Frau zu der Misere? Ja, auch, also verzweifelt halt. Wir wissen nicht, wie wir das am besten rüberbringen sollen. Weil irgendwann mal muss es hier raus. Was ist das für eine Affäre mit der Frau? Eine reine Sexaffäre? Genau. Das heißt, du liebst die Frau nicht? Nee, eigentlich nicht. Nur Spaß? So war's gedacht. Wieso habt ihr nicht richtig verhütet? Ja, das an mir hat es ja nicht gelegen. Also das war ja eigentlich ihr... Aber als Kerl, kümmert man sich da ja auch drum und verlässt sich nicht nur auf die Frau. Ja, ich hab sie auch. Also ich selber habe sie verhütet gehabt, halt. Ich hatte ein Kondom die ganze Zeit drüber an, aber... Offensichtlich hat sie es genutzt. Sie selber hatte die Pille manchmal abgesetzt. Ja, aber dann hast du auch kein Kondom gehabt, sonst wäre sie nicht schwanger geworden. Ja, aber zum Kondom sagt man ja halt, ist ja nicht immer zu 100%ig. Ja, ich kann jetzt auch nicht abstreiten, mal so. Also ja, ja, es ist jetzt passiert. Ja. Ist passiert wie? Und ich weiß nicht, wie ich das damit umgehen soll. Also was ja. Wie fühlst du dich denn jetzt in der Situation? Ja, wie gesagt, also verzweifelt, weil ich sehe die Person jeden Tag. Und wir arbeiten jeden Tag miteinander. Und was empfindest du denn für das Kind? Eigentlich nichts. Ja. Nichts, weil halt das unehrlich ist für mich. Weil es unehrlich ist? Oder unehrlich? Unehrlich, beides eigentlich. Aber das erstaunt mich jetzt schon, die Aussage erstaunt mich, Hassan. Auch wenn es unehrlich und unehrlich passiert ist, es ist dein Kind, für das du Verantwortung trägst, du hast dieses Leben mitgeschaffen. Ja, natürlich, also ich stehe auch dazu, um ehrlich zu sein. Aber halt, wie gesagt, vielleicht ändert sich ja meine Meinung oder halt die Beziehung zu einem Kind, wenn die ganze Sprache raus ist. Also wenn... Was macht dich denn so sicher, dass dieses Kind dein Kind ist? Ja, weil die in der Zeit halt nichts mit meinem Kollegen, mit ihrem Mann was hatte. Bist du sicher, dass sie dir die Wahrheit sagt? Ja. Ja? Wir haben das auch also kontrolliert alles. Wir sind mit dem bei den Ärzten gewesen, also ich bin mit ihr mal da gewesen. Und das hat einfach alles gepasst. Was sagt die Frau, wie es weitergehen soll? Ja, ich habe die danach nicht mehr gesehen. Seitdem das Kind da ist, ein, zwei Wochen später, war ich einmal da, alleine halt. Und wenn ich dahin gehe, dann nur noch mit meinem Kollegen halt, damit er nicht merkt, dass irgendwas im Busch ist. Das heißt, die Frau will die Affäre gar nicht weiterführen? Mhm. Das ist so? Ja, ich will es ja auch nicht. Also ich will es auch nicht mehr, weil halt jetzt das Kind da ist. Ja. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja. Das ist aber eine vertrackte Situation. Ja. Es ist natürlich, finde ich, in erster Linie erstmal eine Sache der Frau, dass die ihrem Mann reinen Wein einschenkt. Ich finde es ein Unding, wenn das Kind jetzt aufwächst in der Annahme, dass der Typ sein Vater ist und dass der Mann denkt, das ist sein Kind. Das ist ja eine fulminante Lebenslüge, die da jetzt am Entstehen ist. Deswegen bin ich hier, also ich bin ja, also mittlerweile haue ich ja auch schon vom Laden ab manchmal, wenn er hier ist, nur damit ich
weil irgendwann mal rutscht es raus oder irgendwann mal platzt es, weil man kann ja auch nicht mehr ruhig schlafen jetzt. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ja, wir sind schon, von klein an waren wir richtig gute Freunde. Ach so, sogar Freunde, nicht nur Geschäftspartner. Nur Freunde von klein an und... Das macht's ja noch schlimmer. Ja, das ist es ja, was einen noch fertig macht. Ich finde, du solltest dich mit der Frau zusammensetzen und ihr solltet beraten, was zu tun ist. Und das Ziel muss sein, finde ich, dass die Wahrheit auf den Tisch kommt. Ja, ich weiß ja auch nicht. Manchmal überlege ich mir auch einfach, die Geschäftsbeziehung zu beenden und einfach mal weg. Aber na gut, das wäre das Weglaufen vor der ganzen Geschichte. Die Geschäftsbeziehung wirst du wahrscheinlich beenden müssen, wenn es rauskommt. Dann wird das nicht weiter laufen können. Ja. Aber wenn es sogar ein Freund von dir ist, hast du doch verdammt nochmal auch die moralische Verpflichtung, ihm zu sagen, hier, das und das ist passiert. Da kann man ja, aber nicht, ich weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Ich weiß es auch nicht. Der wird nicht fröhlich sein. Aber was erwartest du? Der wird natürlich ausrasten. Das ist natürlich völlig klar. Ja, aber das Problem ist auch, weil er hat es ja selber immer versucht, mit seiner Frau ein Kind zu kriegen und das hat nie geklappt bei denen. Das heißt, der Mann hat sich extrem gefreut, dass das Kind da ist. Genau. Unfassbar. Und ich nehme dann halt sozusagen die Freude weg und ich weiß einfach nicht, wie ich reagiere. Ja, ich weiß einfach nicht, wie ich weiter machen Hassan, kann. Lieber jetzt die Wahrheit auf den Tisch und das ist alles jetzt erschütternd für alle, als wenn das irgendwie in 2, 3 oder noch später irgendwie rauskommt. Und irgendwie wird es rauskommen. Ich sag's dir. Ja, aber auch noch schlimmer ist es ja, wenn es rauskommt, dann wissen sie auch meine Eltern. Sie haben ja gemerkt, ich bin türkischer Abstammung. Mhm. Vom Namen aus her. Und ja, dann wird es da wieder eine Diskussion geben. Und ganz, das ist ja auch noch im Hintergedanke. Ich verstehe. Aber das ist das alte Lied. Du hast dir die Sache eingebrockt. Und da muss man sie auch auslöffeln. Da musst du sie wie ein Kerl auch auslöffeln. Und du darfst nicht weglaufen und feige sein. Du hast Mist gebaut. Du hättest dich gar nicht darauf einlassen sollen, auf so eine Geschichte. So, und jetzt musst du mit erhobenem Haupt da auch rausgehen. Ich finde, wenn du jetzt die Wahrheit auf den Tisch legst, stehst du noch am besten da. Es ist dein Freund, sprich den Kerl an. Aber sprich erstmal auch mit der Frau. Sag ihr das, dass du das nicht mehr so weiter tragen möchtest. Du möchtest ein Gespräch mit ihm führen. Dann bricht erstmal die Welt zusammen, ist mir schon klar. Aber dann, ich hätte Respekt vor dir, wenn du das machen würdest. Ja, also ich bin ja eigentlich so, wie gesagt, also ich, wenn ich den sehe, dann will ich ihm das immer sagen, aber dann ist halt immer das im Hinterkopf und nur die ganze Freundschaft ist am Weg, die ganze Beziehung hier. Ja, und aber die basiert, wir haben so viel erlebt. Ja, aber die basiert ja jetzt sowieso auf einer Lüge. Ja. Und wenn du dich jetzt hier bei mir auch äußerst darüber, zeigt mir das ja, dass du einen großen Gewissenskonflikt oder einen zunehmenden Gewissenskonflikt sogar mit der Sache. Ja, natürlich. Also ja. Ich kann schon fast nicht mehr nach schlafen. Also ja. Geht einfach nicht mehr. Weil einfach immer jede Nacht kommt immer der Gedanke, warum sage ich denn das nicht? Mhm. Wieso? Ich muss doch dazu stehen jetzt. Aber da kommt einfach nichts raus. Ich kann dir nicht mehr sagen als das, was ich hier gerade gesagt habe. Das ist natürlich deine Entscheidung, wie du damit umgehst jetzt. Ich würde es gut finden und wie gesagt, ich hätte Respekt vor dir, wenn du klare Verhältnisse schaffen würdest. Und dann musst du das halt aushalten, wenn es auch Komplikationen mit deiner Familie gibt. Es ist dann halt so. Ja, weil meistens ist das doch so, dass man dann auch ausgestoßen wird und ja. Außerdem finde ich, dass du dich auch um das Kind kümmern solltest. Also ich wäre ja auch eigentlich bereit, mich dann um das Kind zu kümmern, aber halt, das ist ja dann, ja, wie er damit wieder klarkommt, mein Kollege zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie er dann darauf wieder klarkommt. Weil Hassan, das weiß ich auch nicht, was, wie, ja. Wenn, dann und so weiter. Das weiß ich alles nicht. Ich habe dir jetzt nur gesagt, was ich als ersten Schritt machen würde und was ich gut fände als ersten Schritt. Mehr kann ich dir zunächst nicht sagen. Du wolltest wahrscheinlich auch nur meine Meinung so hören. Ich wollte einfach nur einen Rat hören, was ich am besten, ja, wie ich am besten, ja, vorgehen kann. Wie ich dann wünsche ich gutes Gelingen, was immer du auch tust, dass es das Richtige ist. Und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Sehr gerne. Tschüss, Hassan. Alles, einen schönen Abend noch. Danke, Tia. Dir auch. Ciao. Hier ist Boris. Boris ist hier. 30. Guten Morgen, Boris. Ich grüße dich, Domian. Hallo. Hallo, Boris. Um was geht's? Ja, um was geht's? Ich wollte dir nur mal kurz erzählen. Ihr gebt bei euch in der Sendung immer die Ratschläge, bei bestimmten Problemen sich psychologische Betreuung zu suchen. Und da wollte ich nur gerade mal von meinen Erlebnissen berichten, wie schwierig das eigentlich ist, da überhaupt eine gute Betreuung zu finden. Und was geht's denn bei dir als? Da bin ich im Oktober letzten Jahres, ja, in Köln nachts von einer Gruppe von, ich sag mal, 7 südländischen Mitbürgern überfallen worden. In Köln? Und wo in Köln?
Ja, in der Altstadt. Also es war quasi die Friesenstraße. Ja, das ist nicht Altstadt, aber okay, ich weiß, wo Friesenstraße ist, ja. Altstadt Nord ist es, glaube ich, aber okay. Auf jeden Fall war eine Gruppe von ja, 7 südländischen Mitbürgern und ja, die hatten scheinbar eine schlechte Nacht und mich dann so überfallen und zusammengeschlagen, dass ich Gehirnblutungen hatte, ein Schädelbasisbruch und ja, ganz viele weitere Brüche. Eins nach dem anderen. Südländisch heißt konkret? Ja, es werden wohl Türken gewesen sein. Ja. Um wie viel Uhr war das? Das war früh morgens schon, es war nach 5. Wie kam es denn zum Gerangel zwischen dir und den Männern? Es gab eigentlich kein Gerangel. Es war so, dass ich mit 2 Freundinnen und einem weiteren Freund unterwegs war und wir wollten eigentlich nur noch in mein Auto einsteigen und nach Hause fahren, weil wir vorher einen netten Abend hatten und die hatten scheinbar keinen so netten Abend. Und ja, dann fing die Pöbelei an. Ja, und dann einfach so, die fingen von sich aus an? Genau, die standen in der Nähe meines Autos leider, wo wir einsteigen wollten. Und ja, dann ging es los, dass die uns angepöbelt haben und dann fielen auch sofort dann Fäuste und Tritte und ja, dann bin ich, nachdem ich einen Tritt aufs Gehör bekommen habe, schon direkt zu Boden gegangen. Haben die ausschließlich dich angegriffen oder deine Freunde, Begleitung auch? Es wurden sogar die Mädels geschlagen, also auch die Mädels hatten blaue Augen und mussten mit mehreren Stichen in den Lippen genäht werden und so weiter. Ja. Aber ein Großteil der Mannschaft ist halt auf mich losgegangen und ja, es war kurz vor knapp, also die Ärzte sagten dann, dass es ganz kurz vorm Tod war quasi. Hast du etwas Provozierendes zu denen gesagt? Selbst wenn du es gesagt also, hättest, rechtfertigt das natürlich nicht, aber ich frage dich, um es zu verstehen. Nee, wir waren also wirklich nur auf dem Weg darin, ins Auto einzusteigen und wollten weg. Und dann muss ich wohl, also ich habe eine Amnesie, deswegen weiß ich davon nichts mehr. Und dann muss ich wohl nur gesagt haben, Jungs, entspannt euch, hier möchte gar keiner irgendeinen Ärger haben, wir fahren jetzt nach Hause. Ja, und damit waren die aber nicht zufrieden und ja, dann ging es los. Dann haben die auf mich eingetreten und eingeschlagen. Und dann bist du irgendwann im Krankenhaus aufgewacht? Dann habe ich über 3 Wochen in der Uniklinik verbracht. Ja. Danach über 9 Wochen Reha. Welche Verletzungen genau hattest du? Ein Schädelbasisbruch, Jochbein, Nasenbein war gebrochen, Felsenbein, also sprich der Gehörgang, der war gebrochen. Und ja, das Ganze hat dann also so weit Folgen nach sich gezogen, dass ich jetzt auch ja, gehirnmäßig Beeinträchtigungen habe. Und du hast eine Gedächtnislücke auch von der Zeit? Genau, von dem ganzen Abend auf jeden Fall eine Gedächtnislücke und weiß selber davon nichts mehr. Du warst mehrere Wochen dann noch in einer Reha-Klinik? Genau, richtig. Über 9 Wochen in der Reha, was schon eine relativ lange Zeit ist. Und ja, es ist alles noch gar nicht so lange her. Wann genau ist der Vorfall passiert? Am 20. Oktober war das ganz genau. Wie geht es dir denn gesundheitlich heute, körperlich? Ja, also ich bin noch kein Stück belastbar. Also psychologisch gesehen spricht man da von einer Belastungsstörung, die ich da jetzt sogar habe. Und Schmerzen sind immer noch nach wie vor da. Also ich nehme immer noch Morphium. Und das ist eine Sache, die natürlich auch ja, tief ans Gemüt geht. Natürlich, halt, ne? Natürlich. Das heißt, diese Männer hätten dich um ein Haar umgebracht. Genau, also es war kurz vor knapp. Eine Anzeige ist erstattet worden, natürlich. Anzeige ist erstattet worden. Wir haben dann auch sogar über Facebook einen Aufruf gemacht, wer dann was gesehen hat oder eventuell helfen kann. Da ist uns sogar ein Bild zugespielt worden. Aber das dauerte in Ewigkeiten, bis die Polizei von der Staatsanwaltschaft die Freigabe hatte, dann das Bild veröffentlichen zu dürfen. Ja, und dann hat sich auch einen Tag später nach der Veröffentlichung schon ein Täter gestellt. Aber das Ganze ist halt noch offen, ist noch ziemlich frisch. Es hat sich ein Täter gestellt von 7, sagst du? Genau, richtig. Weißt du irgendwas, was dieser Täter gesagt hat, warum er das gemacht hat? Nee, das weiß ich natürlich noch nicht. Also jetzt ist erstmal Akteneinsicht vom Anwalt beantragt worden und das dauert jetzt halt alles, bis ich da Antwort erhalte. Man hat dir doch bestimmt erzählt, wie das dann da weitergegangen ist. Die haben dich fast totgeschlagen. Wer hat die Polizei angerufen? Wie lange waren die noch da? Was hat man dir erzählt? Es kam ein Mann kam zur Hilfe, der außenstehend war, der nichts mit der Sache zu tun hatte. Der hat die Polizei gerufen. Und ja, dann sind die Täter aber auch relativ schnell geflüchtet und waren dann weg. Es war eine reine Gewaltraserei. Es ging nicht um Geld, die wollten nichts von dir haben. Genau, also das ist das, was es so schwer macht zu begreifen. Das Portemonnaie war voller Geld. Wir hatten alle Handys dabei. Wir standen an meinem Auto und der Schlüssel war in meiner Hand. Also hätten die jetzt irgendwelche materiellen Dinge haben wollen, wäre es ein leichtes gewesen, da an irgendwas anzukommen. Mhm. Aber denen ging es allein darum, einfach nur jetzt irgendwie ein bisschen Stress zu machen und irgendwem zuzuschlagen. Genau, ja, ich sag mal ganz blöd, einem aufs Maul zu hauen oder so. Ja,
standen ja. vielleicht unter Drogen, vielleicht aber auch nicht, hatten einfach nur Wut. Davon wird ausgegangen, das waren sehr kräftige und sportliche Kerle mhm. und da vermutet man, dass die wahrscheinlich, weiß ich nicht, auf Koks oder irgendwas unterwegs waren. Und so, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat und dann auch noch fast gestorben wäre dabei, ist man psychisch angeknackst? Da ist man psychisch angeknackst ja. und da kann ich jetzt sagen, ich hatte in der Reha-Klinik eine sehr gute psychische Betreuung, mhm. also psychologische Betreuung. Mhm. Und dann habe ich jetzt im Anschluss versucht, da eine weitere Betreuung zu finden. Und was man dann erlebt, also wenn man überhaupt mal irgendwo einen Termin bekommt, das ist dann ja noch mehr der Härtefall eigentlich. Inwiefern? Da habe ich von einer Therapeutin eine Abweisung bekommen. Die hat mir gesagt, sie wird mich nicht therapieren, weil das zu tief sitzend wäre und sie könnte mir nicht helfen. Gut, da war sie wenigstens ehrlich. Da war es auf jeden Fall ehrlich. Mhm. Dann bin ich zur nächsten gekommen und die sagte mir dann, ich soll das Ganze mal ein Jahr abwarten. Das wäre eine normale Reaktion des Körpers, wenn man Schlafstörungen, Panikattacken, Angstzustände und sowas hätte. Das wäre ganz normal. Und eine dritte, die hat mir dann tatsächlich, noch während ich da saß und ihr versucht habe, die ganze Situation zu schildern, hat sie mir gesagt, dass sie gleich noch einen anderen Termin hätte, obwohl ich einen festen Termin mit ihr vereinbart hatte mhm. und hat das Gespräch abgebrochen. Solche Geschichten hören wir natürlich ja auch immer. Solche Geschichten gibt es auch von Ärzten. Die sind erschütternd, finde ich, wenn man dringend nötig die Hilfe hat und dann so behandelt wird vom Psychologen. Ja, wenn man sich allein mal vorstellt, wenn jetzt jemand suizidgefährdet ist kurz davor ist, irgendwie Amok zu laufen oder irgendwas und man wird dann von Therapeuten so abgewiesen, absolut, dann gebe ich dir fragt recht. Man sich wirklich, wie das... Ich habe auch oftmals hier ein ungutes Gefühl, wenn ich das so empfehle, obwohl ich weiß, ich muss es so empfehlen, aber mir ist völlig klar und bewusst, dass es eben auch viele schlechte Psychologen gibt. Ja. Und ich habe immer die Hoffnung, wenn ich dann jemanden oder wenn wir jemanden hier weiterleiten, dass die Person an eine gute Adresse kommt. Ich finde, aufgrund meines laienhaften Wissens, dass du in eine Traumatherapie musst, nach genau dem, was da passiert ist. Ja, das soll also eine posttraumatische genau. Therapie soll da erfolgen. Und ja, dann fragen die Therapeuten einen, was sie denn jetzt machen sollen. Und dann sitzt man da und sagt dann, ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, deswegen bin ich bei Ihnen, mhm. weil Sie mir jetzt helfen sollen oder weil Sie irgendwas machen sollen bestenfalls. Und ja, da wird man allein gelassen. Also ich habe schon sämtliche Infobörsen angerufen und versucht, irgendwo andere Adressen herzubekommen. So, das heißt, du hängst im Moment völlig in der Luft. Man hängt mit seinen Problemen quasi in der Luft und selbst wenn man Hilfe sucht, man bekommt keine, ja. Gut, also wir bemühen uns jetzt gleich, Boris, für dich was zu finden und dir weiterzuhelfen. Ich kann dir natürlich auch nichts versprechen, wie das ausgeht, aber auf jeden Fall werden wir uns bemühen. Ja. Das machen wir gleich, das wird gleich meine Psychologin machen. Das wäre super, da würde ich mich freuen. Dennoch noch eine Frage an dich. Ja. Kannst du unbefangen jetzt rausgehen abends? Kann ich kein Stück. Also ich habe einen Hund zum Beispiel und wenn ich mit dem abends im Dunkeln spazieren gehen soll, dann kann ich nicht rausgehen, ohne dass ich mir irgendwas mitnehme, womit ich mir, ja, ich sag mal, zu helfen weiß dann. Also sprich irgendwie, weiß ich nicht, selbst wenn es nur ein Schlagstock ist oder irgendwas in der Richtung. Also unbewaffnet aus dem Haus traue ich mich gar nicht mehr. Das sind immer so Geschichten, die man eigentlich nur im Fernsehen hört oder davon erfährt. Das trifft immer nur andere. Genau. Trifft einen selber nie. Wenn man es dann aber selbst erfährt, verändert sich die Welt radikal. Nun sind das südländische Menschen gewesen, wahrscheinlich, du sagst, türkischstämmige Leute. Genau. Wie verändert das Erlebnis deinen Blick auf Menschen, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund in Deutschland leben? Ja, da bin ich überhaupt kein Stück vorbelastet. Also ich habe eigentlich eher im Freundeskreis auch, ich sag mal, türkische Freunde, wo ich nur gute Erfahrungen gemacht habe mein ganzes Leben lang. Aber dadurch, dass ich von dem Abend Amnesie habe und keinerlei Gesichter mehr vor Augen habe oder irgendwas, dann fühlt man sich ständig natürlich irgendwo unwohl, egal wo man unterwegs ist. Mhm. Ob man jetzt im Geschäft an der Kasse steht oder in einem öffentlichen Gebäude irgendwo in Aufzug steigt oder so, wo ja halt Leute dieser Abstammung sind, dann hat man die ganze Zeit natürlich Bedenken und Angst und denkt sich, ja, das könnten die jetzt theoretisch sein und man weiß es noch nicht mal. Ne? Diese Empfindung ist subjektiv völlig nachvollziehbar. Ja. Es hätte dich natürlich auch treffen können durch andere, durch Nazis oder durch Deutsche oder weiß ich, von wem auch immer. Natürlich. Lieber Boris, das tut mir sehr, sehr leid. Ich erahne nur, was in dir vorgeht und das wird sicher noch eine ganze Weile brauchen, bis du einigermaßen beruhigt bist nach dem, was passiert ist. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das glaube ich schon. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Claudia, meiner Psychologin, zurückgerufen. Alles Weitere im Hintergrund. Ich danke dir, wünsche dir noch eine gute Sendung. Dankeschön. Heute Abend, ne? Dir auch, ja, danke, auch alles Gute. Tschüss. Ciao.
1.30 Uhr haben wir gleich, noch nicht ganz. Hier ist Carsten und Carsten ist 46. Guten Morgen, Carsten. Schönen Morgen, Domian. Hallo, Carsten. Um was geht's bei dir? Es geht um eine recht traurige Sache. Meine Frau, die ist in diesem Monat am 8. Februar gestorben, wurde nur 42 Jahre alt. Ist sie plötzlich verstorben? Bitte? Ist sie plötzlich verstorben? Nee, also sie hat 2012 eine Krebsdiagnose gekriegt. Ja, hatte dann Chemotherapie und Strahlentherapie. Mhm. Hat nicht angeschlagen, mussten wir auch abbrechen. Was für ein Krebs war das? Welcher Krebs? Ja. Sie hatte ein Vaginalkarzinom, eigentlich eine Sache, die eher Frauen so ab 60 betrifft. Ah ja. Mhm. Und die Strahlenchemotherapie, die mussten wir halt abbrechen, weil sie halt dementsprechend abgemagert war und unter 40 Kilo und dann hatte das keinen Sinn mehr. Alternativ dazu wäre noch gewesen, nach Abbruch der Behandlung eine Totaloperation mit Entfernung der Scheide, vielleicht ein Stück vom Darm, vielleicht die Blase, sodass sie da ab dann eigentlich schon ein Pflegefall gewesen wäre. Mhm. Ich habe sie dann dementsprechend hochgepäppelt. Operation kam für sie nicht in Frage. Wollte sie das nicht? Sie wollte das nicht, nee. Sie sagte, dann lieber noch den Rest der Zeit, den ich noch habe, aktiv verbringen und noch ein bisschen was unternehmen und für die Familie da sein, als da schon als Pflegefall irgendwo rumzuliegen. Das wäre dann der Fall gewesen, dass sie zum Pflegefall geworden wäre, definitiv. Das wäre auf jeden Fall der Fall gewesen. Und es wäre noch nicht mal eine Aussicht gewesen, dass diese Operation überhaupt irgendwas gebracht hätte. Das heißt, man wusste gar nicht, wie weit der Krebs schon irgendwo anders gestreut war? Nee, die hatten nach Abbruch der Behandlung nochmal ein CT gemacht, um nochmal zu schauen, aber da haben die halt nichts drauf erkennen können. Mhm. Und von daher war das alles völlig unklar. Wie war das Sterben deiner Frau? Sehr lang, sehr langsam. Es war, also 2013 war eigentlich ein relativ gutes Jahr für uns noch bis August. Im August ging es dann langsam los, dass die Blasenfunktion halt nicht mehr gegeben war, sie einen Bauchdeckenblasenkatheter bekommen hat. Und von da an ging es halt rapid bergab, lag dann meistens nur noch im Bett, konnte sich nicht mehr richtig bewegen, sich auch gar nicht mehr richtig ernähren. Verbunden mit großen Schmerzen? Teils, teils. Wir haben zum Glück eine relativ gute Hausärztin, eigentlich eine gute Hausärztin gehabt, die auch zum Hausbesuch mal vorbeikam, sich da palliativ ganz gut um uns gekümmert hat mit entsprechenden Schmerztabletten, Schmerztropfen. Jetzt in diesem Jahr hat sie uns dann auch noch so Schmerzpflaster verschrieben und ein morphinbasiertes Nasenspray für die ganz üblen Schmerzen, worauf wir aber schon gar nicht mehr haben zurückgreifen müssen. Und eigentlich hat sie es auch immer abgelehnt, dass sie sagte, ich will eigentlich noch ganz klar im Kopf sein, wenn es soweit ist. Ja, irgendwann ist es so schlimm, da kann man es nicht mehr ablehnen, da muss man es nehmen, weil es sonst sich aushalten lässt. Ja, sie ist eigentlich noch auf einer Stufe gewesen, wo sie halt schwere Schmerzmittel schon bekommen hat, aber immer noch klar bei Verstand war und alles mitbekommen hatte. Also nicht so ein Dämmerzustand durch diese Medikamente. War sie in ihrer letzten Stunde auch bei klarem Verstand? Ja, war sie. Wir haben den Tag vorher noch Domian geguckt, weil sie nicht schlafen konnte und sie fand das ganz toll, das endlich mal wieder zu sehen, weil vorher war sie immer so müde. Dann haben wir noch am nächsten Morgen, ich habe noch gefrühstückt neben ihr, wollte den Teller runterbringen und dann kriegt sie plötzlich Schnappatmung, verdreht die Augen so leicht, lässt den Kopf nach hinten sinken und dann war das auch innerhalb von 2-3 Minuten war es dann auch vorbei. Warst du alleine mit ihr in dem Moment? Ja. Ja. Habt ihr Kinder? Die Kinder, die waren unten. Denen habe ich es halt eigentlich erst gesagt, als es vorbei war. Ja. Meine Frau hatte auch ausdrücklich gewünscht, dass sie es nicht mitbekommen, also nicht dabei sind, wenn sie stirbt. Wie alt sind die Kinder? Der Jüngste ist 5, dann habe ich noch einen Sohn, der ist 12, eine Tochter mit 14 und einen Sohn mit 17. Eine große Familie. Und vor allen Dingen die jüngeren Kinder, denen kann man das ja fast gar nicht erklären. Das ist ja eine Katastrophe. Den Jüngsten trifft es komischerweise gar nicht mal so, obwohl er es natürlich auch realisiert. Er weiß also ganz genau, was da passiert ist und dass die Mama nicht mehr da ist. Am schwersten trifft es eigentlich die Jungs im Alter von 12 und 17. Ja, ja. Die sind da wirklich ganz, ganz daneben. Und das trifft natürlich auch die Schulleistungen.
momentan. Natürlich. So ein bisschen, ne? Das ist ja eine ganz große Katastrophe. Eine so junge Frau, eine so große Familie, so viele Kinder und dann musste sie so früh gehen. Ja. Ihr war das ja klar, sie wusste ja, dass sie tödlich erkrankt ist. Das wussten wir alle. Ja. Wir haben es den Kindern natürlich auch gesagt, dass sie Krebs hat. Und, ja. Wie hat sie das denn verarbeitet? Wie ist sie damit umgegangen, mit diesem Wissen, dass sie gehen muss? Sie war im Gegensatz zu mir ein sehr gläubiger Mensch. Also ja. Ich bin Atheist, also gar nicht. Sie war auch in der Kirche sehr aktiv und sie hatte halt immer dieses Bild vom Leben nach dem Tod, obwohl sie auch mit der Kirche immer sehr kritisch umgegangen ist. Mhm. Also und sie hat immer nicht Angst vor dem Tod, sondern eher Angst vor dem Sterben. Mhm. Ja. Sie ist also sehr bewusst damit umgegangen und das hat heißt, auch zugesehen, dass für die Familie mehr oder weniger alles schon mal geregelt ist, wenn sie denn dann auch geht. Musstest du ihr etwas Besonderes versprechen? Oh, eine Menge. Eine ganz, ganz große Menge, ja. Was ist das Wichtigste, was du ihr versprochen hast? Das Wichtigste, was ich ihr versprochen habe, ist, dass ich die Familie nicht aufgebe. Mhm. Dass ich also für die Kinder da bin, zusehe, dass sie gut durchs Leben kommen, soweit ich sie begleiten kann. Mhm. Und dass ich mich halt um alles weitere kümmere, was wichtig ist. Ich wundere mich, ich bin ganz erstaunt, dass du so gefasst bist. Bin ich nicht. Ja, das täuscht jetzt, ne? Im Gespräch täuscht das. Ich bin extrem, also ich kann Sachen gut überspielen. Mhm. Mache ich dummerweise auch oft vor den Kindern. Weine dann lieber heimlich oben im Bett so ein bisschen oder hier unten, wenn die Kinder schon schlafen. Mhm. Um denen auch so ein bisschen Halt zu geben. Ist vielleicht auch gut, dass du für dich alleine weinst oder wenn du bei einem Freund bist oder bei vertrauten Erwachsenen. Ja, das ist noch so ein weiteres Problem. Also Freundeskreis habe ich gar nicht. Mhm. Meine Frau hatte einen relativ großen, auch in der Kirche. Ich eigentlich eher nicht. Du hast keinen besten Freund? Nee, ich habe eine beste Freundin gehabt, ja. Damals, bis einen Monat, bevor ich geheiratet habe, 18 Jahre her. Mhm. Und seitdem eigentlich freundschaftliche Beziehungen zu irgendjemandem nicht mehr, nein. Das heißt, eigentlich bist du ganz alleine mit deinem Schmerz? Ich bin relativ alleine, wenn ich nicht noch die ganzen Leute bedingt durch mein Hobby auf Twitter hätte, die mir also wirklich sehr, sehr beistehen, wo ich auch einige wirklich schon jetzt ein paar Jahre kenne. Mhm. Nicht persönlich, aber halt vom Online-Kontakt. Und da tauscht man sich schon mal aus. Wobei ein persönlicher Kontakt schon gut wäre, wenn du den hättest, wenn das sich so ergeben könnte. Habe ich noch nie wirklich Wert drauf gelegt in all den Jahren und lege ich jetzt ehrlich gesagt auch immer noch nicht so wirklich Wert drauf, weil ich brauche immer so ein bestimmtes Level von Distanz. Mhm. Das heißt, du kannst dich über Twitter austauschen? Kann ich. Da hast du die Kommunikation schon mal, du bist nicht ganz allein und nicht ganz einsam. Naja, warum nicht, wenn denn das für dich der Weg zur Zeit ist, ist es der richtige Weg. Ja, und es funktioniert auch ganz gut. Also deswegen ich eigentlich auch angerufen habe, ist, um Leuten in ähnlicher Situation auch ein bisschen Mut zu geben, dass es danach noch weitergeht. Das ist erstaunlich, dass du das sagst, nach so einem schweren Schicksalsschlag. Deine Frau ist am 8.2., ne, hast du gesagt, ist sie gestorben. Beerdigung war jetzt Freitag vor einer Woche. Wie war die Beerdigung? Wie hast du und die Kinder das erlebt? Es war sehr, 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 sehr traurig, sehr, sehr rührend. Der gesamte Kirchenchor von meiner Frau, die hat im Chor mitgesungen, der war da. Sie hatte sich auch ein Lied gewünscht zu ihrer Beerdigung, das dann gesungen wurde. Und ein kirchliches Lied? Ein kirchliches Lied, ja. Welches war es? Oh, das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht so aus dem Kopf. Das müsste ich nachlesen. Ich hab's irgendwo stehen. Mhm. Aufgeschrieben, sie hat es mir gesagt, was sie haben möchte und wie es ablaufen soll. Sie hat sich sogar den Friedhof auch ausgesucht. Mhm. Also die Beerdigung war wirklich, ja, toll ist vielleicht das falsche Wort, aber es war eine schöne Beerdigung. Und es war ergreifend. Ja, auf jeden Fall. Wie wirst du das jetzt schaffen, Carsten, mit den vielen Kindern? Wie schaffst du das? Es ist schwer. Meine Frau war immer so mehr der ernste Teil in der Familie, ich war mehr so der Spaßfaktor. Jetzt
Du bist doch berufstätig auch, ne? Bitte? Du bist doch sicher berufstätig. Nee. Also jetzt die letzten zwei Jahre habe ich mich eigentlich ausschließlich um meine Frau gekümmert. Und das geht finanziell? Habt ihr das so geregelt, dass das funktioniert? Finanziell ist es leider momentan so, dass ich halt Hartz IV bekomme. Ja. Dementsprechend schwierig ist die Situation jetzt auch hier zu Hause mit einer fehlenden Person in der Bedarfsgemeinschaft. Okay, ich kriege jetzt noch einen Zuschlag für Singles dazu, aber es ist nicht einfach. Vor allem, weil ich auch auf absehbare Zeit jetzt erstmal noch nicht wirklich arbeiten gehen kann. Ja. Der Kleine kommt jetzt erst nach den Ferien in die Schule. Er ist momentan nur bis 12 Uhr im Kindergarten. Und es wird alles schwer, da einen richtigen neuen Start zu finden, hinzubekommen. Aber ich denke, dass ich schaffe, dass ich nicht wirklich so das Problem drin. Ich glaube es irgendwie auch, wie ich dich jetzt kennenlerne, obwohl du natürlich hier dich auch sehr zusammenreißt und ganz normal sprichst, aber ich habe auch das Gefühl, dass du es schaffen wirst. Ich glaube, du wirst es auch schaffen, dir bleibt gar nichts anderes übrig, weil du Verantwortung für die Kinder trägst. Ja, und die Kinder sind momentan wirklich alles für mich. Ja, und dann aktiviert man übermenschliche Kräfte, wenn man so eine Verantwortung hat. Und das hast du deiner Frau versprochen. Du tust das alles weiter jetzt auch für deine Frau. Ja. Und für deine Kinder natürlich auch. Ja. Mein Gott. Nicht einfach, aber es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Carsten. Also das muss ich... Ja. Muss ich schon sagen. Wirklich, also wirklich, wenn jemand die Gelegenheit hat, eine sterbende Person nicht abzuschieben ins Krankenhaus, sie zu Hause zu pflegen bis zum Ende, dann sollte derjenige, wenn er wirklich eine starke Persönlichkeit ist, das auch tun. Mhm. Man wächst dadurch. Ganz gewaltig. Ja, und es gibt so gute palliativmedizinische ambulante Betreuung mittlerweile, dass man das wirklich anstreben sollte. Ja. Die meisten sterben lieber zu Hause als in oder auf einer Palliativstation oder im Hospiz. Ja. Lieber Carsten, dann wünsche ich dir für deine Familie und für dich natürlich alles, alles Gute. Ganz viel Kraft und Zuversicht und dass ihr einen neuen Lebensweg jetzt gut gehen könnt miteinander. Wir schaffen das schon. Ja, alles Gute von Herzen. Alles Gute. Tschüss, Carsten. Tschüss. Herzlich willkommen, Sven. 37, guten Morgen, Sven. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Sven, um was geht's? Ja, zwei Dinge im Großen und Ganzen. Das erste ist, ich denke darüber nach, mein Leben zu beenden. Nicht jetzt sofort, nicht in den nächsten Tagen oder Wochen, aber ich denke schon darüber nach, wie ich es und wo ich es mache. Und zwar, weil ich einfach keine Kraft mehr habe. Krank? Ich möchte eben noch fortführen. Ich habe seit über 12 Jahren Depressionen. Ich sitze seit über 8 Jahren im Rollstuhl. Ich habe seit über 8 Jahren jede Nacht Albträume, mehrfach, jede Stunde. Und seit einer Woche kommt dazu, dass ich keine Zähne mehr habe. Mir wurden die letzten zwei Zähne gezogen, an denen die Prothese gehalten hat. Jetzt habe ich eine neue Prothese für oben, aber habe dann Druckschmerzen und kann die nicht tragen. Und alles zusammen, dann vielleicht noch die posttraumatische Belastungsstörung, dass ich einfach nicht mehr belastbar bin. Die posttraumatische, ich weiß nicht, wie lange ich noch schaffe. Die posttraumatische Belastungsstörung kommt woher? Was ist passiert? Durch den Unfall. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall. Ich bin von der Straßenbahn überfahren worden. Wann war das? Das war 2006, Anfang 2006. Und ja, ich war angetrunken und habe Tabletten genommen. Wie ich es heute weiß, aus Erzählungen und durch meine Albträume, weil die manchmal die Wahrheit nochmal im Albtraum rekapituliert, man die Wahrheit nochmal manchmal, weiß ich, dass ich wohl in angetrunkenem Zustand über die Anhängerkupplung geklettert bin, dann am Schlauch hängen geblieben bin und dann ist die Straßenbahn über mich drüber gerollt. Du wolltest dir aber nicht das Leben nehmen. Nein, es war wirklich ein Unfall. Das war ein Unfall, ein Unglück. Ich war auf dem Weg nach Hause, ich war 10, 20 Meter von meiner Wohnung entfernt. Ja. Ich wollte nur so schnell wie möglich nach Hause und das war ein dummer Unfall. Und deshalb sitzt du jetzt auch im Rollstuhl? Ja, genau. Das heißt, du bist querschnittsgelähmt? Nee, mir wurde das rechte Bein amputiert und links der Fuß. Ich habe Prothesen, mit denen ich laufen kann, aber nicht gut, gar nicht gut. Ich habe jahrelang geübt mit den Prothesen, aber es wurde statt besser, wurde es immer schlechter. Mhm. Jetzt kann ich ein paar Schritte noch laufen, dann kriege ich extreme Rückenschmerzen und an Laufen ist eigentlich nicht mehr zu denken. Das ist ja wirklich auch ein ungeheuerliches Unglück und ein schwerster Unfall. Ja. Bist du denn damals psychologisch, psychiatrisch behandelt worden danach? Nicht so richtig gut, nicht direkt. Also ich hatte eine Reha danach, die allerdings auch nicht gut gelaufen ist. Da hatte ich ein paar Gespräche mit einer Psychologin, aber so richtig aufarbeiten konnte man da nichts. Wie ging es dir denn vor deinem Unglück?
seelisch? Ja, da hatte ich seit 4 Jahren Depressionen und es ging mir nicht wirklich gut, aber auch längst nicht schlecht. Ich hatte damals hatte ich die Mittel und die Möglichkeiten, wenn ich Sport gemacht habe, konnte ich die Depressionen verdrängen. Ja, ja. Bin dann laufen gegangen, ich habe Inlineskates gefahren und dann sind die Depressionen verschwunden, sind wir irgendwann wiedergekommen, aber dann konnte ich wieder Sport machen. Ja. Und das fehlt mir jetzt eben, um die Depressionen zu vertreiben. Warst du zu Zeiten deines Unfalls in einer Beziehung? Nein, da habe ich auch sehr viel Pech immer. Und wie sieht das heute aus? Ja, ich habe keine Freunde, keine Freundin, haben sich nach dem Unfall alle zurückgezogen. Du lebst sehr einsam. Ja, absolut. Und du bist auch sehr einsam. Ja, das ist schon wahr. Was machst du den Tag über? Ja, ich liege auf dem Bett. Meistens habe ich gar nicht den Antrieb aufzustehen, weil mir irgendwo der Sinn fehlt, wofür ich aufstehen sollte. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch im Methadonprogramm. Das ist der einzige Sinn für mich, morgens überhaupt aufzustehen, um zum Methadonprogramm zu kommen. Dann ist das nach einer Stunde geregelt und ich bin wieder zu Hause. Ja. Und dann gucke ich vielleicht mal einen Film, aber... Methadonprogramm bedeutet, dass du mal heroinabhängig warst? Ja, genau. Ja. Das war für mich damals auch ein Mittel, um die Depressionen zu vertreiben. Das Heroin hat wunderbar geholfen, um die Depressionen zu vertreiben. Nur irgendwann wird man, wenn man Pech hat, abhängig. Und da war für mich dann Methadonprogramm die beste Alternative. Wobei ich viel lieber ins Heroinprogramm gehen würde, weil das auch gegen die Depressionen helfen würde. Mhm. Aber in meiner Stadt gibt es das leider nicht. Und so bin ich im Methadonprogramm und bist du denn heute ganz gut. Aber. Ja. Bist du heute in Behandlung bei einem Arzt oder einem Psychologen? Na, nicht so richtig. Ich habe einen Psychiater, aber da habe ich auch das Pech, dass immer wieder der Psychiater gewechselt hat. Also ein Psychiater ist in eine andere Stadt gezogen, ein anderer hat aufgehört. So bin ich jetzt beim 4. oder 5. Psychiater. Aber ich versuche nochmal eine ambulante Psychotherapie zu machen. Sven, mir erscheint das auch, was du erzählst, dass das eine unglückliche Ballung von vielen traurigen Dingen ist. Ja, ich bin ein Pechvogel. Ja, in der Tat. In der Tat. Ja. Es sind aber ebenso viele unterschiedliche Sachen, die man auch unterschiedlich angehen kann. Ich finde sehr gut, was du gerade gesagt hast, dass du nochmal in eine ambulante Therapie gehen möchtest. Das musst du unbedingt machen. Ja. Du hast gerade Sport angesprochen. Ja. Es gibt ja auch, das haben wir ja schon oft gesehen im Fernsehen, in Zeitungen gelesen, auch sehr viel Behindertensport, Rollstuhlsport. Ja, schon, ja. Das wäre doch auch eine Möglichkeit für dich, vielleicht so ein bisschen raus ins Leben zu gehen. Ich weiß nicht, wie das da bei dir ist, wo du lebst, ob man da solche Angebote findet. Aber ja, man könnte es ja mal versuchen. Also für mich ist der erste Schritt jetzt erstmal, mich um die ambulante Psychotherapie zu kümmern. Finde ich auch. Aber ich habe auch schon einen konkreten Termin bei der Drogenberatung. Mhm. Die können mir da am besten helfen. Die wissen, wo man, wenn man im Methadonprogramm ist, eventuell am besten eine Therapie machen kann. Ja. Also das läuft schon. Aber ich finde auch so wichtig, dass du unter Menschen kommst, dass du Kontakte kriegst, weil du bist einsam. Ja, aber ohne Zähne, jetzt fällt mir das auch sehr schwer. Wenn die Zahnprothesen sitzen, wenn das geht, okay, dann mit Sicherheit. Aber ohne Zähne im Mund traue ich mich auch nicht raus. Aber das kann man doch nachjustieren. Ja, also im Moment habe ich Druckschmerzen, kann die nicht anziehen. Ja. Der Zahnarzt sagt, da kann man nichts machen, das wird mit der Zeit besser. Gut, die Hoffnung bleibt mir, aber immer wieder zu hoffen. Natürlich, ich gebe jetzt auch nicht auf. Nee, da darfst du, mit den Zähnen darfst du wirklich nicht aufgeben. Ja. Dann gehst du wieder zum Zahnarzt hin. So lange würde ich mich da nicht hinhalten lassen. Ja. Wie viele Menschen haben ein Gebiss, ein komplettes Gebiss? Das ist am Anfang schmerzhaft. Es gibt Druckstellen, völlig klar. Habe ich auch alles schon gehört. Hast du echt gehört, dass das mit der Zeit besser wird? Ja, aber ich habe auch gehört, das weiß ich so von meinen Eltern oder von älteren Onkeln und Tanten, dass es irgendwann auch nicht besser wird von allein. Da muss der Zahnarzt noch mal ran. Da muss da irgendwas da abschleifen. Oder ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Aber das kriegt man in den Griff, dass du irgendwann deine ganz normalen Zähne hast und dann auch wieder sozialfähig bist, um rauszugehen zu den Leuten. Das verstehe ich. Ohne Zähne würde ich mich auch nicht raustrauen. Ja, ja. Also, Sache möchte ich noch ansprechen, gerne. Weil mich das auch noch belastet. Ich kann nicht mehr weinen irgendwie. Mir ist manchmal so traurig zumute, da würde ich gerne einfach weinen. Aber irgendwie kann ich nicht mehr. Wenn die Traurigkeit kommt, schlägt das sofort um in Wut. Und dann bin ich nur noch sauer. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich schon zu viel Mist erlebt habe, dass ich nicht mehr weinen kann. Nimmst du Medikamente ein? Ja. Nimmst du Antidepressiva an? Ja, Doxepin, ja. 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 Ja, also es muss jemand sich richtig neu, auch medizinisch, um dich kümmern.
sowohl was die Psychologie anbelangt, die Psychiatrie, die Medikamente, als auch was die Zahnmedizin anbelangt. Ja. Und wenn du dann auch noch ein bisschen rauskommst unter Menschen, habe ich eine Hoffnung, dass du einen Schritt nach vorne machen kannst. Jetzt geht es dir verständlicherweise wirklich schlecht. Da ging es uns allen schlecht, wenn wir in deiner Situation wären. Das kann ich gut verstehen. Sven, wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Vielleicht hat meine Psychologin, die Claudia, auch noch ein paar Ideen, die sie dir ja noch an die Hand geben kann. Jede Idee kann nutzen, kann nicht schaden. Ja klar, vielleicht ist mal das Richtige dabei. So, und lass dich nicht zu sehr abwimmeln von deinem Zahnarzt. Das Ziel muss sein, in absehbarer Zeit, dass du ein tolles Gebiss hast und lachen kannst und dich wohlfühlst dabei. Das muss drin sein. Ja, ich denke, das hilft auch schon weiter. Absolut, finde ich auch, ja. Lieber Sven, du legst auf, wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar, danke. Viel Glück wünsche ich dir. Danke, schönen Abend noch. Danke, tschüss. Thomas, auch 37. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Also, ich habe ein bisschen Probleme. Also, ich bin Analphabet. Du bist Analphabet? Ja. Du hast nie Lesen und Schreiben gelernt. Nein, ich bin immer nur im Internet und suche eine Freundin für mich. Also ich habe schon 3 Freundinnen gehabt und ich finde keine. Darf ich mal fragen, wenn du Analphabet bist, dann kennst du doch auch nicht die Tasten auf dem PC. Wie bewegst du dich im Internet? Ja, das ist so, das A kenne ich, aber wenn ich so schreibe, da habe ich ein bisschen Probleme mit. Da haue ich immer Fehler rein. Und ich verstehe. Wie kommt denn das? Du bist 37 Jahre alt. Eigentlich deine Generation, da waren doch nur wirklich alle in der Schule. Warum bist du Analphabet? Ich war früher auf einer anderen Schule. Da bin ich nicht vernünftig mitgekommen. Mhm. Und dann bin ich auf eine Sonderschule gekommen. Ja, aber da lernt man doch eigentlich auch so die einfachsten Sachen von Lesen und Schreiben schon, oder? Ja, aber ich habe das alles wieder verlernt. So, Ja. Kannst du gar nichts lesen? Nee. Also ich habe auch eine Betreuung. Mhm. Also ich werde betreut, also wenn ich Post vom Arbeitsamt kriege, das kriegt alle meine sätzliche Betreuerin, also kriegt das. Mhm. Also wenn ich einen Antrag kriege, tut das meine Betreuerin ausfüllen und sagt so. Ach so. Und wenn ich, ja. Lebst und du, wenn ich dann, lebst du denn alleine in einer Wohnung? Ich lebe alleine. Und kriegst du das so geregelt, den kleinen Haushalt zu führen? Ja, das kriege ich alles geregelt. Also einkaufen, putzen, was man alles so machen muss. Ja, aber mit dem Einkaufen, da tue ich mit meinem Onkel. Wenn ich nämlich zu viel einkaufe, ich kriege ja 180 Euro eingeteilt, also Geld kriege ich auch eingeteilt von meiner Betreuerin. Mhm. Also und mit die 180 Euro muss ich bis zum 27. auskommen immer. Ja. Fühlst du dich denn so in deiner Wohnung wohl, in der du wohnst? Ja. Das ist okay. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du suchst eine Freundin, eine Frau. Ja. Und im Internet klappt das nicht so. Nee, gar nicht so. Das ist natürlich alles auch sehr schwierig. Was hast du denn außerhalb des Internets noch schon versucht, eine Frau kennenzulernen? Ich war schon mal in der Disco, so bei mir in der Ecke. Mhm. Ja, und das hat auch nicht so geklappt. So. Mhm. Gibt es denn einen Bekannten- oder Freundeskreis um dich herum? Nein, ich habe gar keine Freunde. Gar keine Freunde. Wie kommt das? Kennst du nicht noch Leute aus der Schule von früher? Na gut, das ist mit denen habe ich alle keinen Kontakt mehr. Das ist auch schon länger her. Ja, das ist auch schon länger her. Ja. Das Wichtigste wäre ja in deinem Fall, so ein bisschen ähnlich wie bei Sven, aber der Fall war natürlich ganz anders, dass du auch unter Leute kommst, Thomas. Du bist doch dann sehr viel alleine zu Hause, ne? Ja. Da fühlst du dich doch bestimmt auch ab und an einsam und alleine. Ja, deshalb habe ich mir schon wieder ein Haustier angeschafft. Also. Naja, sehr gut. Was hast du dir für eins gekauft? Ein Hase habe ich. Ein Hase, ah ja. Ja.
Nun kann man sich mit dem Hasen auch nicht so gut unterhalten. Der ist zwar nett und so, aber ein Gesprächspartner ist das auch nicht. Nee, nee. Eigentlich, also bevor wir auf die Frauen kommen, müssten wir uns mal überlegen, und da sind wir dir gerne gleich ein bisschen behilflich, wie du mehr unter Leute kommst. Das tut jedem Menschen gut, vor allen Dingen, wenn er es ein bisschen schwerer im Leben hat, ist es gut, wenn man einfach Menschen hat und ein paar Freunde hat, mit denen man sich auch so austauschen kann. Und dann ergibt sich dadurch öfters dann auch schon mal eine Sache mit einer Liebe. Hattest du denn schon mal eine Freundin? Ja, also drei Stück. Also die erste hat mich nur, also da konnte ich den Haushalt machen, bisschen kochen und dann habe ich einen Tritt in den Arsch gekriegt. Oh. Also. Und wie hast du die kennengelernt? Die habe ich von meiner Tante aus kennengelernt. Also. Ja. Hat sich dann so ergeben? Ja. Dann habe ich noch eine Idee, abgesehen von den Frauen und von den Menschen. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht jetzt noch, vielleicht in der Volkshochschule oder irgendwo anders, wo man so Kurse machen kann, noch schreiben und lernen möchtest? Lesen und schreiben. Das habe ich schon mal mitgekriegt, auch so mitgekriegt von meiner Betreuerin her. Die bieten das ja auch an. Ja, das würde ich dir sehr dringend raten. Dass du nochmal einen Anlauf machst, das wird deine Lebensqualität, das wird dir den Spaß am Leben enorm erhöhen, wenn du lesen und schreiben kannst. Ja. Dann bist du nicht so abhängig von anderen Leuten und kriegst auch mehr so von der Welt und von allen mit. Ja. Da gibt es viele Angebote mittlerweile. Lebst du in einer größeren Stadt? Ja, geht. Also ich komme aus Dortmund. Also. Ja, also da muss was drin sein. Ja. Lieber Thomas, wir machen uns jetzt mal richtig rundherum schlau für dich und werden dich gleich nochmal anrufen. Und ja, gut, vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Mich würde das wirklich sehr freuen. Ja, danke. Ich wünsche dir von Herzen. Und deine Sendung gucke ich wahnsinnig gerne. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Danke, Thomas. Sehr nett von dir. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Mario. Mario ist 29. Guten Morgen, Mario. Hallo Domian. Hallo Mario, bitte Ton ausstellen. Jawohl, mach ich. Um was geht's? Einen Moment. Ja. So, und zwar, es geht um einen extremen Nachbarschaftsstreit. Das ist übel. Ja, genau. Und zwar, es geht darum, ich bin übergewichtig und ich bin Hartz-IV-Empfänger. Darf ich fragen, wie viel du wiegst, damit ich mir dich vorstellen kann? 150 Kilo. Okay, ein ordentlicher Brocken. Größe 1,86. Ja. Ich bin beeindruckt. Glaube ich. So, und zwar, es geht darum, ich treibe Sport, um abzunehmen. Ja. Aber über die Nintendo Wii. Über was? Über die Nintendo Wii, das ist eine Spielkonsole. Ach so. Da gibt es so Fitnessprogramme, inklusive Pulsgerät und so weiter. Das machst du in der Wohnung, zu Hause? Ja, genau. Mhm. So, und es geht darum, die Nachbarin unter mir. Oh ja, für die ist das wahrscheinlich dann laut, wenn du da Dauerlauf machst. Genau das ist der Punkt. Die unterstellt mir, ich würde springen und machen und tun, um Uhrzeiten, da mache ich das gar nicht. Was machst du denn genau, wenn du da vor deiner Konsole stehst? Ja, da sind so Basketballübungen, wo ich dann mit dem Ball werfen muss. Das heißt, da muss ich halt mal hochspringen. Ja? Aber du musst schon springen und wieder zurückfallen auf den Boden. Ja, klar, natürlich. Das gibt natürlich dann auch einen ordentlichen Rums, wenn du springst. Ja, natürlich, aber ich probiere schon so leise wie möglich zu machen, aber es geht halt nicht immer. Ja. Ist das ein Altbau mit Holzdielen? Ja, ist es. Oh, das ist natürlich dann wirklich sehr empfindlich. Ich habe auch lange in einem Altbau gewohnt, da hört man alles, jeden normalen Schritt hört man über sich. Und wenn du dann richtig da loslegst, möchte ich auch nicht unter dir wohnen, wenn du trainierst. Ja, aber das Problem ist ja, diese Frau, die bildet sich ein, irgendwelche Rumser und Schläge, wo gar nicht existieren. Mhm. Ich habe vorhin zum Beispiel auf der Couch gesessen und habe ferngeguckt. Und da kam dann eine Mitteilung auf das Handy von meiner Mitbewohnerin, wegen, ich hätte dreimal auf den Boden gehämmert um 23.29 Uhr, obwohl ich... Stillgelegen. Ja, Ich habe auf der Couch gesessen, habe ferngeguckt. Ja. Und das macht mich auch psychisch wahnsinnig. Ja, das hat sich vielleicht jetzt schon so hochgeschaukelt. Vielleicht hat es ab und zu mal gerumst und jetzt sind die Fronten... Seit letztem Sonntag.
Ach so. Ist es so. Und heute Mittag war es sogar so extrem, weil der Vermieter wohnt hier im Haus, da wollte mich sogar in seiner Wohnung schmeißen und. Das ist richtig eskaliert. Wie war denn das Verhältnis früher zu der Frau? Ich habe mit der noch nie so ein gutes Verhältnis, weil die ist für mich einfach psychisch irrelevant. Ja. Kann irgendjemand vermitteln im Haus, damit ein bisschen Frieden herrscht und du ihr auch ein Angebot vielleicht machst? Nein. Aber es wäre doch eigentlich auch... Sie rennt sofort zur Polizei oder Ordnungsamt oder. Oder Gericht oder Anwälte oder etc. pp. Ajo, kleiner Tipp noch von mir, bevor es zu Ende geht hier. Vielleicht wäre es auch besser, wenn du draußen trainieren würdest. Dann kannst du machen, was du willst. Ja, aber so habe ich einen Fitness-Trainer vor mir im Fernsehen und kann alles nachmachen. Ich verstehe. Martin, die Sendung ist gleich rum. Wir rufen dich gleich nochmal an. Bitte auflegen, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, okay. Tschüss, ciao. In der Technik, Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann, ciao.